So, beim letzten Video 50 Facts About Me. Das waren ja nicht ganz 50, habe ich erzählt, dass ich im Tischtennisverein war. Und deswegen wollte ich euch heute mal eine Übung zeigen, die ich mal damals üben musste. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat auch teilweise echt geholfen. Ich habe auch oft Punktspiele mitgespielt, habe auch eine Goldmedaille und ein paar kleinere Gewinne. Aber und Weihnachtsturnier halt. Aber das größte Teil war bei mir eigentlich, dass es Spaß gemacht hat. Ich fand ein Tischtennis allgemein cool, weil es verbindet Menschen miteinander. Man kann miteinander spielen, entweder als Gegner oder als Doppel oder als Einzeln. Also so gegen die Wand. Aber Einzel war nicht so. Aber Doppel ist cool. Kann man mit vier Leuten gleich an der Platte stehen, so miteinander reden, ein bisschen Smalltalk halt und währenddessen halt spielen. Ja, und das andere war halt Einzeln. Also einer auf der anderen Seite, einer auf der anderen Seite. War auch ganz okay. Punktspiele waren immer. Weil es immer so hieß, ja, vielleicht gewinnt der oder der andere gewinnt, immer so viele Emotionen und so. Aber ja, dann wollte ich heute mal die Übung zeigen. Also hier ist ein Ball, der ist von Jola. Drei Sterne, es gibt bis fünf Sterne. Das ist ein Tischtennisschläger, der hier. Der ist von, ich glaube von Donik hatte ich den bekommen, oder? Ja, von Donik. Das ist eigentlich eine ganz gute Marke. Dafür gibt es auch noch einen Schaum, den man dann drauf macht, damit die Belege immer schön sauber sind. Und dann zeige ich euch mal den hier. Das waren so Übungen. Wenn man möchte, das ist aber, ich habe schon länger nicht mehr gespielt, kann man auch noch die Seiten tauschen. So, zum Beispiel. Das ist eine Übung von den Tischtennisübungen. Ich mache jetzt erstmal Stopp. So. Dann ist auch noch Eier balancieren, also so wie Eierlauf, dass man dann halt den Tischtennisschläger durch die Halle laufen musste oder durch den Raum und dann versuchen musste, genau zu balancieren, dass er genau in der Mitte ist. Ja, das kann irgendwann passieren. Aber dass man den halt genau in der Mitte hat und dann am besten dabei läuft und versucht das Gleichgewicht zu halten. Dann kann man wieder so machen und dann warten, bis der Ball wieder unten ist und dann halt abrollen und dann so. Ja, da waren mir gerade zwei Fehler passiert, gebe ich auch offen zu. Ja, Fehler sind menschlich, sag ich mal. Und dann gab es noch ein paar andere Übungen, die zeige ich euch dann demnächst. Zum Beispiel anschneiden oder so. Von unten halt den Tischtennisball, dass er so nicht ganz normal fliegt, sondern so angeschnitten ist. So, dann ciao. Wäre cool, wenn ihr den Kanal abonniert oder oder Freunden von euch erzählt von dem Kanal, dass ich verschiedenes poste, was ich bisher so gemacht habe. Von Musik, Theater, Musiknoten, werde ich demnächst auch nochmal haben, was es für verschiedene Musikgenres gibt, von Kunst, Acryl, Ölfarben, Tiere. Ihr könnt einfach irgendwelches Thema sagen, das kann ich dann ruhig dann einfach so erzählen. So. Bei mir macht es echt Spaß und teilweise hatte ich halt schon damals immer verschiedene Sachen gelernt. Ja. Ciao.